Du hattest sehr viele Boys und warst sehr aktiv. Aber kannst du das mal sagen, dass du bi oder so bist? Oder öfters vollkommen bist? Ich wurde nie damit diagnostiziert. Du bist jetzt mit dem Typen zusammen, den du gedatet hast. Ärgert mich das manchmal, weil ich mir so denke, so Mann, so ist es gar nicht. Hi Leute! Und willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu einem neuen Mittwochsvideo. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Und ich dachte mir, wir könnten mal wieder so einen kleinen Lunch-Talk machen und auf eure Vermutungen über mich eingehen. Ich war kurz ein bisschen traurig und ein bisschen geschockt, dass manche Leute so über mich denken. Aber ist okay. Dafür bin ich da. Dafür ist dieses Video da. Bitteschön. Wenn ihr es jetzt auch gerade seht, dann macht euch gerne was zu essen, holt euch was zu trinken, macht es euch gemütlich und ich würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen und vielleicht einen netten Kommentar. Kurz als Info, die Verlosung von letzte Woche Samstag, nein, Sonntag, ich hab's nicht mit Wochentagen. Ich bin so schlecht in Wochentagen, ne? Ich kann auch immer noch nicht Juni und Juli unterscheiden, aber die Verlosung von Sonntag wird nächsten Sonntag ausgelost. Also die lose ich nächsten Sonntag aus, heißt... Ihr könnt noch bis Sonntag teilnehmen. Ich habe in meinem Broadcast-Channel auf Instagram euch gefragt, was ich essen soll, weil Entscheidungen treffen ist nicht so mein Ding. Und ich habe euch die Entscheidung zwischen Sushi, Tacos und Bowl gelassen. Und ich habe gehofft, dass ihr eine Sache sagt, und zwar Tacos. Was habt ihr gesagt? Tacos. Ihr kennt mich besser als ich mich selber. Und deswegen haben wir jetzt hier Tacos. Sehr lecker, sehr yummy. Ich weiß nicht genau, was es ist. Hier in Schweden ist immer am Freitag Taco Fredag. Deswegen, ich habe schon öfters Tacos gegessen, aber die schwedische Art. Und die schwedische Art ist Müll. Das weiß ich nicht, ob das jetzt richtige Tacos sind. Sie sehen aber sehr lecker aus. Das sind, glaube ich, Fischtacos. Das ist mit Jackfruit. Ah, hier ist einmal so eine Salsa Verde oder so. Ich dachte, ich hätte Guacamole bestellt. Egal. Naja, auf jeden Fall gehen wir auf eure Vermutungen ein. Ihr wart wild, Leute. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht einfach manches nur geschrieben habt, um mein Video spannend zu machen. Weil das ist hart. Wir probieren erstmal das hier. Das ist, glaube ich, eine Quesadilla. Wusstet ihr, dass ich 3 Jahre Spanisch in der Schule hatte, aber ich hatte ein Jahr dann Latein und deswegen habe ich dann, als ich wieder nach Hamburg zurückgekommen bin, Spanisch so mehr oder weniger gemacht. Ich habe ganz viel Spanisch geschwänzt. Leute, macht das nicht nach. Das ist ganz schlecht. Und dann hat meine Spanischlehrerin mit mir eine Absprache gemacht. Und sie so, Lotta, ich weiß, ich werde dich nicht mehr dazu kriegen, Spanisch zu lernen. Deswegen sei einfach 51% der Stunden da und ich gebe dir eine 3. Ich habe eine 3 in Spanisch bekommen, okay? Voll gut. Das Einzige, was ich noch sagen kann auf Spanisch ist, Me gusta galletas con leche y no me gusta tarantulas. Das ist alles. Ich weiß auch nicht, ob es richtig war. Yummy! Du hast keine Zukunftsträume. Ich würde sagen, ja, das stimmt in gewisser Weise. Nicht, dass ich die irgendwo nicht habe, aber ich bin manchmal so nicht selber von mir überzeugt, dass ich mir nicht mehr erlaube, über Dinge zu träumen, weil ich denke, oh mein Gott, das ist so dumm, dass du überhaupt denkst, dass du sowas erreichen kannst. Deswegen habe ich nicht so richtig Zukunftsträume, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, so trotzdem weiß ich irgendwo innerlich, wo ich hin will und was ich machen möchte und dass ich was machen möchte und ich mache was, also so. Ich habe nie gesagt, ich möchte Social Media machen und ich merke aber jetzt, ist es total das, was ich machen möchte. Irgendwo habe ich Zukunftsträume, aber ich habe Schwierigkeiten darüber zu reden, weil ich immer denke, oh mein Gott, wie dumm, dass du denkst, dass du so schlau bist. Das finde ich so crazy. Das haben echt mehrmals bekommen, dass du bi oder so bist. Also nicht straight. Oder auch hier. Du hast vor kurzem herausgefunden, dass du doch nicht zu 100% hetero bist. Leute, ich weiß nicht, ob ich die Vibes versprühe. Wenn, dann muss ich vielleicht noch was über mich wissen, was ich noch nicht weiß. Aber ich würde ziemlich sicher behaupten, dass ich auf Typen stehe. Also sag niemals nie, weil... Wer weiß, was in 5 Jahren ist. Mich macht das aber unsicher, dass das Leute denken. Vielleicht weiß ich es. Also vielleicht gebe ich die Vibes, aber ich habe die Vibes noch nicht bei mir selber rausgefunden. Aber ich hatte schon echt viele enge Freundinnen auch, aber es hat mich noch nie gecatcht. Cheers. Mh, geil. Oh mein Gott, mit Koriander. Ich weiß, entweder man hasst es oder man liebt es, aber Koriander ist 110% mein Lieblingskräuter. Heißt das so? Okay, das fand ich lustig. Du hast kein wirkliches Social Life und kaufst dir Sachen, um glücklich zu werden. Falls euch mal was aufgefallen ist, dann seht ihr, dass ich immer alleine bin. Also in meinen Videos und in meinen Posts und alles. Aber ihr müsst euch mal fragen, wer macht die Bilder? Wer macht die Videos? So, das ist kein Geist. Deswegen, ich habe ein Social Life. Ich gehe auch nicht alleine feiern oder so. Und ich gehe auch nicht immer nur mit einer Person feiern.
Aber ich habe für mich herausgefunden, dass ich das ganz strikt trennen möchte. Einfach aus dem Grund, weil ich keine Freunde mehr habe von früher, wo ich sagen kann, die kannten mich auch schon davor. Und ich ein sehr großes Verlangen danach habe, dass mich Leute mögen für das, was ich bin und nicht für das, was ich mache. Weil das doch leider oft vorkommt oder öfters vorgekommen ist, dass man dann rausfindet, oh, die Person mag mich vielleicht eigentlich nur oder findet mich überhaupt eigentlich nur interessant, weil ich halt Social Media mache. Und deswegen trenne ich das sehr krass und poste halt auch nie was so, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass ich halt auch sehr viel arbeite und sehr viel Sachen drehe und schneide und so und deswegen halt auch nicht so viel Zeit habe vielleicht wie andere. Und zu dem zweiten, kaufst dir Sachen, um glücklich zu werden. Leute, ich sag's immer wieder und ich möchte es preachen. Dinge, Materialismus macht nicht glücklich. Ich weiß, das klingt vielleicht widersprüchlich, weil ich selber Dinge kaufe, aber ich kaufe keine Dinge und habe die Erwartung, dass sie mich glücklich machen, weil ich weiß, dass sie mich nicht glücklich machen. Und es soll nicht undankbar klingen, sondern einfach das, was es ist. Ich sag's immer wieder, du kannst 3 Porsche haben und ein Haus mit Pool und du kannst trotzdem der unglücklichste Mensch auf der ganzen Welt sein. Und dadurch, dass ich halt viel hier nur drüber rede, über solche Sachen, kriegen das natürlich die Leute auf Instagram nicht so viel mit. Aber ich glaube, ihr auf YouTube wisst es eigentlich auch an diesem Punkt. Aber ich habe getropft. Das finde ich geil. Nicht wertend gemeint. Du hattest sehr viele Boys und warst sehr aktiv. Ja, das stimmt. Also was heißt sehr viele Boys, aber ich habe auch so ein Ding, eine Vermutung war auch stilles Wasser, aber tief oder irgendwie so. Ich glaube, ich sehe sehr, ich weiß nicht, ob unschuldig das richtige Wort ist, aber ich habe mich dann neulich gefragt, um das jetzt einmal zu erklären, um eigentlich auch die Frage zu beantworten, wenn man mich anguckt, als es so diesen einen Boy gab, dachte ich, habe ich dann auch so mal gefragt, so, sieht man, also nicht ihn, aber andere, sieht man mir an, dass ich jetzt nicht, dass das jetzt nicht mein erster Kuss war? Also, man merkt es vielleicht, aber so, weil nachher denkt er so, mein Gott, die ist so klein und unerfahren und keine Ahnung, hatte noch nie irgendwie was mit dem Typen und deswegen ist sie gerade hier so eine kleine Nervensäge. Aber deswegen so, ja, ich glaube, also, ja, ich war nicht sehr aktiv, ich hatte auch nicht sehr viele Boys, aber vielleicht mehr als andere in meinem Alter und dafür bin ich aber jetzt eine wiedergeborene Jungfrau. Was auch okay ist, weil dann kann ich mein erstes Mal nochmal haben. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Spaß. Du kannst dir vorstellen, später beim Fernsehen zu arbeiten. Würde dich immer gucken. Ja, schon. Das ist so ein kleiner Traum oder so ein kleines Ziel von mir, auf anderen Kanälen stattzufinden als auf meinem eigenen. Ich komme ja so ein bisschen aus so einer Fernsehfamilie, deswegen ist das liegt das so ein bisschen in den Genen. Vielleicht so irgendwas moderieren oder so. So eine Talkshow oder so. Weil ich finde andere Menschen und die Geschichten von anderen Menschen, ich finde Menschen voll interessant. Kennt ihr das aus Sedos Video von mir? Habt ihr schon Sedos Video geguckt über mich? Also mit mir? Ich date. Also falls ihr eine Talkshow habt oder eine Idee für eine Talkshow oder bei einem Fernsehsender arbeitet und ihr gerne jemanden Neues hättet, der sehr viel reden kann, aber auch sehr gut zuhören kann, dann hit me up. Das will ich jetzt mal wissen. Schreibt mir in die Kommentare, in welchem Fernsehbereich, Umfang könntet ihr euch vorstellen, dass ich auftrete? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann es mir nämlich selber manchmal nicht so genau vorstellen. Nächste Vermutung. Du hast ziemlich krasse Social Anxiety. Also, ich wurde nie damit diagnostiziert. Deswegen tue ich mich manchmal ein bisschen schwer, damit das zu sagen. Aber ich glaube, ich weiß an diesem Punkt, dass ich das schon sehr krass habe. Weil mir hilft es schon, wenn eine Person im Raum ist, die ich kenne, mich an der irgendwie langhangeln kann und dadurch irgendwie mit anderen Leuten interagieren kann. Ich habe für mich so ein bisschen gemerkt, dass es manchmal krassere Auswirkungen hat, als ich dachte. Zum Beispiel, als ich am Sonntag zurückgeflogen bin von Hamburg nach Stockholm, war ich im Flieger und ich musste mega dringend auf Klo. Und der ganze Flieger saß halt, weil es halt ein bisschen turbulent war, aber es war nicht krass turbulent. Also es war kein Anschnallzeichen da. Und ich wollte auf Klo und ich saß halt im Außengang und ich hätte halt einfach auf Klo gehen können. Und ich habe, glaube ich, literally 20 Minuten mit mir gerungen und musste mich überwinden, aufzustehen und durch dieses Flugzeug zu gehen. Weil ich so in der Mitte saß auch und ich halt nach hinten durchgehen musste und halt so, weiß ich nicht, 10 Reihen nach hinten gehen musste. Und es ist mir so schwer gefallen, weil ich, also das, ich weiß es auch früher aus der Schule, dass ich so auf meinem Platz saß und 5 Minuten mit mir selber diskutiert habe, ob ich jetzt meinen Müll in den Müll bringe oder ob ich ihn in die Tasche stecke, weil ich es unangenehm finde, aufzustehen. Das ist schon was, was mich begleitet. Ich weiß nicht, ob es genau das ist oder wie man das beschreiben würde, weil es in ganz verschiedenen Bereichen ist. Vielleicht ist es auch gar nicht so viel Social Anxiety, sondern einfach ein Teil meiner Persönlichkeit. Lol, ich weiß nicht, ob das ein Teil seiner Persönlichkeit sein sollte, aber ja, stimmt schon. Du bist jetzt mit dem Typen zusammen, den du gedatet hast. Also, erstens, ich habe niemanden richtig gedatet. Man konnte es nicht Date nennen. Es war Kindergarten. Zweitens,
I wish, Alter. Spaß, I wish not. Nee, das ist nicht, das soll nicht meine Standard sein. Nein, Leute. Ich bin mit niemandem zusammen. Ich date auch momentan nicht. Ich bin in keiner Kennenlernphase. Ich bin ein bisschen lost, ein bisschen single, so ein bisschen desperate. Also nicht desperate, aber ich bin ein bisschen so wieder so in diesem, oh mein Gott, ich hoffe, dass mich jemals jemand lieben wird. Oder kann mich überhaupt jemand lieben? Wisst ihr, was die Hauptsache ist? Die Dating-Plattformen sind immer noch gelöscht. Alles noch deinstalliert und ich bin damit sehr happy. Ich möchte nicht suchen, ich möchte nicht desperate sein. Ich will jemanden finden und ich weiß, man kann sagen, oh mein Gott, wenn du jemanden willst, dann wieso gehst du nicht auf Dating-Plattformen? Aber bei aller Liebe, Dating-Plattformen sind nicht der Weg, Sachen. Also Dating-Plattformen sind leider in den seltensten Fällen der Weg, wie man wirklich Leute kennenlernt. Vor allem, wenn ich halt auch sehr ängstlich bin und mich nicht so einfach mit fremden Leuten treffe. Deswegen, wenn überhaupt ich jemanden treffen würde, dann eher, wenn ich rausgehe. Wie viele Leute man schon irgendwie kennengelernt hat oder mit denen man geredet hat, wenn man irgendwie abends unterwegs war oder auch nur in einer Bar oder so. Mit so vielen Leuten habe ich noch nie geschrieben, weil die ja nicht mal mehr anschreiben. Das ist schon alles richtig so momentan. Okay, wir machen kurze Break hier, pausieren unser Essen und gehen in unsere Süßigkeiten, weil ich habe jetzt Bock auf was Süßes. Yummy! Du bist Millionär. I wish, Alter. Nein, bin ich nicht. Du liest nur Bücher auf Englisch. Ja, das stimmt. Ich lese eigentlich alle Bücher auf Englisch, weil ich lese halt diese typischen Rom-Books, die nicht so viel Inhalt haben, dass man sagt, man bildet sich weiter. Und was meine Theorie dahinter ist, wenn ich sie auf Englisch lese, dann verbessere ich wenigstens mein Englisch und dann sind sie nicht ganz für den Arsch. Das ist halt wenigstens die Sprache, die ich dabei lerne. Du bist in einer heilen Welt groß geworden, deswegen mit der wahren Welt überfordert. Leute, ich bin in keiner heilen Welt groß geworden und mich macht es manchmal sauer, dass Leute das sagen. Ihr seht nicht, was Leute erlebt haben oder was Leute in ihrem Leben hatten oder was Leuten passiert ist oder wie es Leuten ging. Ihr seht es nicht. Ihr seht das, was Leute euch zeigen und ihr seht nie hinter die Kulissen. Deswegen so, ich erzähle viel, aber ich erzähle nicht alles und mich macht es sauer, weil ich mir immer so denke, so, Digga, wenn ihr wüsstet, so ein bisschen auf die Art. Ich habe mir gesagt, dass ich über bestimmte Dinge im Internet nicht reden möchte. Und da möchte ich auch nicht, dass irgendwelche Vermutungen drüber aufgestellt werden, auch wenn da auch viele Vermutungen dazu kamen, weil das einfach Themen sind, die für mich einfach zu privat sind und zu emotional sind. Und ich die selber sehr wegstecke. Und ich bin trotzdem sehr behütet aufgewachsen und sehr privilegiert aufgewachsen, wofür ich auch super dankbar bin. Aber es war keine heile Welt und ich bin nicht in die Welt geschmissen worden und war so, oh scheiße, andere Leute sind nicht glücklich. Wie? Das ist einfach nicht so gewesen. Und wenn man das denkt, dann, ja, kann man das denken, aber es ist halt nicht die Wahrheit. Lol. Ich bin mit ziemlicher Sicherheit sehr viel behüteter aufgewachsen als andere Kinder auf der Welt. Trotzdem wurde ich nicht in eine Bubbleblase geschmissen. Und das sind auch nicht meine Eltern. Meine Eltern sind nicht so die Leute, die in ihrer Wohlfühl-Oase leben und sagen, oh mein Gott, die Außenwelt existiert nicht. Also, ich kann euch ja mal ein Beispiel geben. Das soll jetzt gar nicht so klingen, oh mein Gott, guck mal. Aber zum Beispiel, meine Mama arbeitet super viel und in einem sehr business-orientierten Job, also sehr business. Meine Mama ist eine super Businesswoman. Und ich war da auch immer stolz drauf, weil ich so eine Mama hatte, die einfach so richtig Boom, so. Sie hat mich halt im Hosenanzug und Klackerschuhen abgeholt, weil sie halt gerade in irgendeinem Meeting war. so ungefähr. Aber jetzt zum Beispiel geht meine Mama im Sommer. Deswegen habe ich auch, ich habe ihr schlecht Tschüss gesagt, weil als ich gefahren bin, habe ich ihr so Tschüss gesagt, so ja, tschüss, wir sehen uns dann bald. Und dann ist mir aufgefallen, fuck, ich sehe sie voll lange nicht. Weil meine Mama geht jetzt in ein paar Wochen nach Afrika, nach Sierra Leone, wo man sozusagen 4 Wochen hingeht und in verschiedenen Bereichen einfach da helfen kann und unterstützen kann mit den Fähigkeiten, die sie hat und die sie mitbringen kann. Klar, wir sind in einem sehr ruhigen Umfeld groß geworden und trotzdem wurde uns immer klar gemacht oder war meiner Familie auch immer klar, dass es was anderes da draußen gibt und dass es auch in gewisser Weise die Verantwortung von einem selber ist, wenn man in so einer privilegierten Situation ist, dass man halt daraus was macht und seine Stellung und seine Position ausnutzt oder nutzt für gute Dinge. Deswegen, ja, ärgert mich das manchmal, weil ich mir so denke, so Mann, so ist es halt gar nicht. Und ich will nicht, dass Leute so über mich denken, weil dann habe ich das Gefühl manchmal so, dass ich mir selber so meine Geschichte und mein Lebensweg so ein bisschen klein spreche und so runterrede, so war ja gar nicht so schlimm. Es war auch nicht so schlimm, aber trotzdem war alles nicht nur gut. Als Abschluss hier, okay? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Talk gefallen und ihr hattet
eine gute Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns Sonntag wieder. Bye bye, wir sehen uns Sonntag.